Hallo liebe Freunde von Tobis Hardware-Ecke, willkommen zu einem weiteren Video. Wir schauen uns heute mal wieder ein Gehäuse an. In dem Fall kommt es von einem Hersteller, der eigentlich eher für Monitore bekannt ist, zumindest ist es den meisten da geläufig. Der hat aber eine ziemlich große Bandbreite an Produkten und in dem Falle geht es jetzt um ein Gehäuse. Und zwar ist es das Gaming 802V White Wanderer X. Mega langer Name, von LC Power. Auffällig bei dem Case ist, dass es einen sehr clean Look hat. Also ich finde den ziemlich stimmig, muss ich sagen. Mir gefällt das. Ist relativ minimalistisch, nichts, was irgendwie gleich direkt krass ins Auge springt. Es ist alles recht gut verarbeitet, das muss man sagen. Also ich habe hier keine überstehenden Kanten. Ja, es ist alles ordentlich entgratet. Ich habe Mesh. Einmal in der Vorderseite, oben Mesh, unten Mesh, oben mit Magnet herausnehmbar. Jetzt werde ich das mal kippen. Vorsicht, will ja nichts kaputt machen. So, was haben wir hier? Ein Ausschalter, dann haben wir für die LED-Beleuchtung eine Steuerung oder Reset-Button, je nachdem wie wir es belegen. Wir haben zwei USB-Ports, Mikrofon, für die Kopfhörer, USB 3.0 hier nochmal und einen USB 3.1 USB-C Anschluss. Wie man sieht, das Gehäuse wird geöffnet mit diesen Thumbscrews, die man hier einfach abdrehen kann und dann kann man die Teile abnehmen. Das machen wir jetzt auch gleich mal, um zu schauen, was da alles dabei ist. Zum einen, und jetzt haben wir das Seitenteil, das ist komplett Metall. Es ist mir schon aufgefallen, eine Sache will ich euch nicht enthalten. Das ist leider ein bisschen, der Engländer würde sagen, flimsy. Also es ist leider nicht sehr steif. Das fällt nicht auf, wenn das Gehäuse zusammengebaut ist, aber wenn man es auseinander nimmt, merkt man es. Tut dem jetzt erstmal keinen großen Abbruch, weil dafür hat das Gehäuse andere Vorzüge. Die will ich euch auch nicht vorenthalten. Kommt nämlich standardmäßig mit einem Controller für die RGB-Beleuchtung und gleichzeitig Lüfter-Hub. Es sind vier Lüfter vorinstalliert, RGB-beleuchtet, addressable RGB. Und wir haben hier, wie man sieht, auch die Möglichkeit, das Ganze mit einer Fernbedienung zu steuern. Muss man nicht unbedingt machen. Oder wir schließen das Ganze an das Mainboard an und lassen es darüber laufen. Alle gängigen Hersteller werden da unterstützt, also Asus AuraSync, MSI Mystic Light, Polychrome von ASRock und so weiter. Hier haben wir einen Festplattenkäfig zur Montage von den 3,5er Größen Laufwerken. 2,5er SSDs können wir zwei hier an diesem kleinen Panel festschrauben. Und an sich ist sonst alles soweit drin. Hier haben wir unsere Anschlüsse USB-C für vorne. Was haben wir hier noch? Das fand ich relativ interessant. Es ist für die Montage der Grafikkarte, wenn man die gerne vertikal haben möchte, also nicht horizontal, ein Bracket dabei, wo man diese dann damit installieren kann. Dazu braucht man dann allerdings noch ein Riser-Kabel, das ist nicht im Lieferumfang enthalten. Da ist natürlich noch dabei, standardmäßig, unsere Bedienungsanleitung und etwas Montagematerial. Also Kabelbinder, hier sind Schrauben, die Abstandhalter fürs Mainboard und löblich, das habe ich auch lange nicht mehr gesehen, tatsächlich ein Mini-Speaker fürs Mainboard. Falls der da nicht dabei ist, könnt ihr den da anschließen und habt die Beep-Codes. Ja? Falls ihr keine Diagnose-LED oder ähnliches am Mainboard verbaut habt. Lösen wir aber auch noch mal gleich die andere Seite, um uns anzusehen, wie das Glasseitenteil abgeht. Auch hier vorsichtig nach hinten rausziehen. Hier ist mir auch eine Sache aufgefallen. Gerade bei den Glasseitenteilen ist es immer eine ganz nette Sache, wenn entweder die sich unten einhaken, also nicht direkt abgehen, oder magnetisch hier nochmal irgendwo gesichert sind, dass einem das nicht gleich abfällt, sobald man die Schrauben gedreht hat. Das wäre vielleicht
noch irgendwann mal einen Verbesserungsvorschlag. An sich haben wir uns das jetzt soweit angeguckt. Hier seht ihr auch nochmal die Lüfter. 120er hinten und 320er in der Front. Hier oben magnetisch, hatte ich vorhin schon gezeigt. Und obligatorisch reißen wir jetzt natürlich auch nochmal die Frontblende runter, um zu gucken, wie einfach das geht. Und wie da der Staubfilter aussieht. Ja, hohe Kräfte walten, aber es geht relativ problemlos. Also hier vorne haben wir einmal Metall, ja, als Gitter. Und dahinter seht ihr es, das ist Stoff, aber der ist eingeklebt, den könnt ihr nicht rausnehmen. Das ist jetzt kein extrem krasser negativer Punkt. Wenn ihr das sauber machen wollt, das geht mit dem Staubsauger genauso. Oder ihr blast es aus mit Druckluft, das kriegt ihr genauso sauber. Was aber auch noch zu sagen ist, das Gehäuse ist lackiert mit Weiß. Und ich habe jetzt tatsächlich keine Stelle gefunden, die mir irgendwie negativ aufgefallen wäre, wo ich sage, das ist irgendwie, da ist die Farbe nicht ordentlich aufgetragen, da ist was zerkratzt oder eingedrückt. Also das in dem Sinne gar nicht. Gut finde ich auch hier die Gummitüllen drin, dass man die Kabel ordentlich durchführen kann. Das habe ich auch schon bei deutlich teureren Gehäusen nicht in der Art ausgeführt gesehen, wo man sich dann auch fragt, warum. So, an sich unten haben wir auch Staubfilter. Hier, den müsste man dann halt hier rausziehen. Dementsprechend ist aber auch kein Beinbruch. Ja. Ist halt ein bisschen pummeliger als mit dem magnetischen, aber letztendlich kein Problem. Das Gehäuse an sich, wie ihr seht, also ich bin jetzt hier nicht gerade das Schmalste, das ist alles stabil, da wackelt nichts, da verwindet sich nichts in sich. Lediglich, wie gesagt, die hintere Abdeckung für die Rückseite aus dem Blech, da fehlt ein bisschen die Verschleifung. Da so ein leeres Gehäuse natürlich nicht Fehler anlässt, wie es denn mit den tatsächlichen Alltagstestergebnissen aussieht, werden wir jetzt einfach mal anfangen, da drinnen was reinzubauen. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze hier drinnen wirkt und wie das dann aussieht und wie die Lüfter sind. Wie ihr hier seht, das Kabelmanagement in dem Case lässt sich relativ gut bewerkstelligen. Aufgrund des Controllers, den habe ich hier als Lüfterhub verwendet und habe meine ganzen RGB-Komponenten dort eingestöpselt, lasse sie aber über AuraSync über das Mainboard steuern. Das funktioniert auch tadellos. Was ich mir noch gewünscht hätte, ein Punkt, ist vielleicht ein 2,5er-Slot mehr, aber das ist nur in meinem Fall so. Die meisten werden mittlerweile sowieso langsam von den 2,5ern weggehen und auf Varianten über NVMe bzw. M.2-SATA setzen. Für die ist das alles kein Beinbruch. Ansonsten, wie gesagt, ihr habt hier wirklich viele Möglichkeiten, die Kabel durchzuführen. Hier oben, hier unten, direkt hinter Mainboard. Es lässt sich alles gut aufräumen. Ihr habt sehr viele Möglichkeiten, mit Kabelbindern diese Kabel zu fixieren und zu verlegen. Es lässt sich alles sauber machen. Der Platz ist ausreichend. Es ist nicht überbordend viel Platz, aber es ist okay. Ja? Und man kriegt das Seitenteil vernünftig zu. Also hier gibt es soweit auch keine Bedenken. Hier sehen wir also jetzt unsere Komponenten, alle verbaut im schönen White Wanderer X Case von LC Power. Eine Sache habe ich mir natürlich noch aufgehoben für euch. Jetzt sage ich mal, das Werdelicht. Wie ihr sehen könnt, die Beleuchtung im White Wanderer ist durchaus gut umgesetzt. Ja, die Beleuchtung ist gleichmäßig, hell genug. Klar, man kann hier keine Corsair QL-Lüfter erwarten, das ist korrekt, aber an sich finde ich das sehr gut gemacht. Was auch noch nett ist, ich hatte das Case jetzt eine Woche bei mir im Einsatz, tagtäglich, auf meinem Schreibtisch. Die Lüfter sind okay. Also das muss man ganz klar sagen. Auch hier wiederum, ja, erwartet hier keine Ultra Silent Lüfter. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte mit Schlimmeren gerechnet und wurde sehr positiv überrascht. Es ist wirklich okay. Ja, klar hört man die Lüfter. Das ist zum einen Airflow-Gehäuse. Ja, wir haben
Mesh rundherum, dass das nicht komplett abdämmt, ist klar. Zum anderen, einen gewissen Luftstrom hört man immer. Es wäre schlimm, wenn nicht, weil dann wären nämlich die Lüfter aus und würden nicht arbeiten. An sich muss man ganz klar sagen, für das, was dieses Gehäuse kostet, ja, da wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen, wir reden hier von 75 Euro, muss man ganz klar sagen, dafür kriegt ihr eine Menge für das Geld. Das Case ist zum einen echt gut verarbeitet. Hier steht keine Glasplatte raus. Das ist wirklich, das ist bündig hier. Ja. Ihr habt Mesh in der Front. Ihr habt herausnehmbaren Staubfilter oben mit Magneten. Unten halt keine Magnete, aber das ist jetzt kein Weltuntergang in meinen Augen. Das Gehäuse ist sauber gearbeitet. Das ist ordentlich lackiert. Dann habt ihr auch solche Kleinigkeiten. Ihr habt ordentlich die Gummidurchführung hier drin. Ihr habt unten genügend Durchführung, um an jeder Stelle am Gehäuse mit den Kabeln vernünftig durchzukommen. Ich kann nicht wirklich was Schlechtes sagen zu dem Preis. Die einzige Sache, die mir, wie gesagt, tatsächlich aufgefallen ist, ist das Gehäuse-Seitenteil. Das wirkt etwas lavede. Und aber auch hier muss man sagen, im eingebauten Zustand ist das vollkommen steif. Dann merkt ihr das einfach schlicht und ergreifend nicht. Und ansonsten muss man ganz klar sagen, Optik gibt dem Gehäuse wirklich nahezu volle Punkte, weil es sieht wirklich gut aus. Also ich hatte es eine Woche hier und die Leute, die das bei mir gesehen haben, haben tatsächlich erstmal direkt gefragt, was sind das für ein Gehäuse. Also es fällt tatsächlich auch auf. Es ist alles ordentlich verarbeitet, es sieht schön aus. Ihr habt einen Controller dabei, ja, für Lüfter und RGB. Also falls jemand nicht wie ich steuere zum Beispiel am liebsten alles über die Mainboard-Software, wer das nicht kann oder nicht möchte, der kann natürlich hier über den Controller das machen. A, entweder über die Fernbedienung, die dabei ist, oder ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, das an den Reset-Knopf anzuklemmen und dann über den Reset-Knopf die Effekte durchzuschalten. Ich habe das probiert, es funktioniert auch alles, aber wie gesagt, ich mag es lieber über, in dem Falle, Asus Aura Sync, weil ich lieber alles in einer Software mache und nicht 5 verschiedene Lösungen haben möchte, um ein paar Lichter anzusteuern. Aber wie gesagt, das ist Geschmackssache, beziehungsweise manche Mainboards können es schlicht und ergreifend nicht und auch für die Leute ist das Case was. Was bleibt mir also zu sagen? Ja, nichts Negatives, positiv überrascht. Für den Preis würde ich es tatsächlich als Preistipp einordnen, weil wir müssen sehen, hier sind 4 Lüfter dabei. Allein 4 Corsair QL-Lüfter kosten mehr als das ganze Gehäuse mit Controller und Lüftern und allem drum und dran. Von dem her, von mir ganz klar, kann ich ruhigen Gewissens empfehlen. Ist für mich sogar ein Preistipp für dem, was in dem Umfang, was da alles mit dabei ist. Ich würde sagen, schaut euch das Case ruhig mal an. Für jemanden, der eher so im preissensitiven Bereich unterwegs ist, ist das auf jeden Fall eine Alternative. Und von dem her wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag mit ein paar schönen Bildern von einem schönen Gehäuse. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.